Nachdem ich Ihnen letztes Mal erzählt habe, dass unsere, was Ihnen wahrscheinlich allen bekannt ist, dass unsere Meere salzig sind und unsere Flüsse nicht salzig sind, stellt sich für uns natürlich die Frage, wie ändert sich der Salzgehalt in einem Ästuar? In einem Ästuar, denn hier nochmal aufgetragen, die wunderschöne Folie von Günter Lang, hier haben wir Salzwasser, das ist der Meeresbereich eines Ästuars. Hier haben wir Lebewesen drin, Turbulenzen, ein Geschwindigkeitsprofil, Ebbe und Flut, was hier aufgetragen ist. Aber wir haben hier eben auch Salzgehalt, das ist die kleine Linie, hier dargestellt als 20 Promille. Und in dem Fluss, im Idealfall, kommt gar kein Salzwasser nach oder ganz wenig Salinität nach. Und die Frage ist, wie schnell nimmt der Salzgehalt in einen Fluss hinein ab? Zudem wird er wohl durch Ebbe und Flut, bei Flut einmal in den Fluss reingetragen werden, ein Stückchen weiter reingetragen werden und bei Ebbe wieder ein Stückchen weiter rausgetragen werden. Das wird also auch noch über Ebbe und Flut hin und her gehen. Wenn wir also an einem festen Ort gucken, dann wird der Salzgehalt an manchen Stellen eben rauf und runter gehen. Mit der Flut kommt mehr Salz rein. Meersalz ist doppelt gemoppelt, Meersalz also als Meersalz. Und mit der Ebbe geht weniger oder geht das Salz wieder raus, wird wieder rausgewaschen aus dem Fluss. Das heißt, wir haben eine zeitliche Variation des Salzgehalts und wir haben eine mittlere örtliche Variation von hohem Salzgehalt im Meer zu niedrigem Salzgehalt im Fluss. Was wir bisher gemacht haben, ist unser Programm Estuary 1D. Unser eindimensionales Programm, was die Saint-Venantschen Gleichung löst. Das ist auf der einen Seite die Massenbilanz, die ich in verschiedenen Formen aufgeschrieben habe, entweder in der Q-Formulierung oder in der VA-Formulierung. Ich möchte an der Stelle nochmal die VA-Formulierung hier vorführen, damit wir nachher ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Üben haben. Das ist also die Kontinuitätsgleichung. Und hier steht zum ersten Mal, lasse ich mal Rho drinne. Und zwar, ich lasse Rho deswegen drinne, die Dichte drinne, weil die Dichte ist ja variabel. Mit Salzgehalt ist die Dichte variabel, deswegen müssen wir hier die Dichte drinne lassen und wir kommen sehr nahe an solche Strömungen, wie sie im kompressiblen Bereich auftreten. Ja, und das ist die Impulsgleichung, wie wir sie schon gehabt haben, im Geschwindigkeitsänderung, das ist Impuls, Zufluss und Abfluss, das ist der Wasserspiegelgradient, der Impuls breitet sich aus in Richtung oder Impuls entsteht in Richtung des negativen Wasserspiegels oder in Richtung des Wasserspiegelgefälles. Und das ist die Sohlreibung nach Darcy, Weisbach und Kolbrook-Weit. Und wenn wir den Salzgehalt in einem Ästuar simulieren wollen, dann müssen wir an der Stelle auch eine Transportgleichung für den Salzgehalt aufstellen. dS nach dT, ja, was ist denn das eigentlich in einem Fluss? Und das möchte ich Ihnen jetzt mit Ihnen machen und die Herleitung dazu vorführen, dann wollen wir das ins MATLAB-Modell einbauen und dann gucken, was das denn so für Ergebnisse liefert. Zunächst erstmal die Bilanzgleichung für ein Salzgehalt. Schauen Sie bitte alle an die Tafel. Ich nehme hier mal ein Kontrollvolumen Omega. Das Kontrollvolumen Omega geht hier lang, geht hier runter, geht hier auf der anderen Seite wieder rüber und hier lang. Das ist in einem Fluss oder in einem Kanal. Wir machen es mal relativ einfach in einem Kanal. Und in diesem Kontrollvolumen haben wir einen mittleren Salzgehalt S. Und die Frage ist, der gesamte, das ist ja Salzmasse pro Volumen. Und die Frage ist nun, die gesamte Salzgehalt ist dann S integriert über das Kontrollvolumen. Das ist die gesamte Masse des Salzes hier drinne, S integriert über das Kontrollvolumen. Und wir fragen danach, wie ändert sich die Gesamtmasse des Salzgehaltes in diesem Kontrollvolumen? Und im nächsten Schritt lassen wir dann das Kontrollvolumen wie immer gegen Null gehen. Ja, das ist relativ einfach und ich habe hier mal ein Beispiel angemalt, nur dass Sie die Folie etwas mehr verstehen. Hier ist in dunkel ist ein hoher Salzgehalt dargestellt, hier ist das Bild also etwas dunkel und hier in heller ist ein niedriger Salzgehalt. Und dazu haben wir eine Geschwindigkeitsverteilung. Sie sehen also an der Stelle, die Geschwindigkeit hier treibt uns das Salzgehalt rein und hier treibt uns die Geschwindigkeit Salzgehalt raus. Aber weniger Salzgehalt, weil hier kommt nämlich eine höhere Konzentration in unser Gebiet und hier verlässt eine etwas kleinere Konzentration mit der Strömung unser Gebiet in diese Richtung. Es hängt also davon ab, wie ist der Salzgradient hier im Gebiet, ob etwas rein oder rauskommt. Ja, und das können wir ganz einfach machen. Wir integrieren unseren Salzgehalt über alle unsere Ränder, das ist dieser Term, über unsere Ränder
Mahlgeschwindigkeit ergibt uns sowas wie den Salztransport. Integration über die Ränder, das sind feste Ränder, da fließt nichts durch. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass kein Salz in den Boden drumherum diffundiert oder dass wir diesen Prozess vernachlässigen können. Und dann ist, wenn die Geschwindigkeit 0 ist, dann kommt natürlich nichts rein, also ist das proportional U mal S. Und hier ist S größer, aber die Geschwindigkeit gleich. Und hier ist S kleiner, aber die Geschwindigkeit ebenfalls gleich. Es wird also mehr Salz in unser System reintransportiert. Das Vorzeichen. Auf der Seite wird reintransportiert, also hier muss unser Term ein positives Vorzeichen bekommen. Schauen wir uns das an. Die Geschwindigkeit zeigt in positive Richtung, der normalen Einheitsvektor in negative Richtung, der ist hier dargestellt. Und das heißt, U mal N ist negativ, mit einem negativen Vorzeichen zusammen ergibt insgesamt einen positiven Reintransport. Auf der anderen Seite wird dieser Term folgendermaßen ausgewertet. Geschwindigkeit positiv, normalen Einheitsvektor ebenfalls positiv und dementsprechend normalen Einheitsvektor mal Geschwindigkeit positiv mit einem negativen Vorzeichen, also hier wird raustransportiert. Wieder klappt diese Formulierung an der Stelle. Wir haben eine zweite Art von Salztransport und das ist Diffusion. Diffusion findet dadurch statt, selbst wenn jetzt keine Strömung hier wäre, ist Diffusion ja so etwas wie ich immer sage, das Robin-Hood-Prinzip. Man nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Hier ist ein großer Salzgehalt und hier ist ein kleinerer Salzgehalt. Das heißt, Salz wird durch Diffusion in unser Gebiet reintransportiert. Selbst wenn die Strömung null ist. Einfach durch Diffusion des Salzgehaltes. Und hier auf der anderen Seite genau das Gegenteil, kann man jetzt in den Farben nicht so sehen, aber sie nehmen einfach von der einen zur anderen Seite ab. Hier haben wir einen etwas größeren Salzgehalt, hier einen etwas kleineren, das heißt, hier fließt Salz raus. Und wenn wir das auch noch berücksichtigen wollen, dann ist also entscheidend für die Diffusion der Gradient des Salzgehaltes, hier ist der Gradient negativ. Hier ist großer Salz, kleiner Salzgehalt, dS nach dx ist negativ und k ist der Diffusionskoeffizient, negativer Gradient mit Minusvorzeichen mal genommen bedeutet, an diesem Rand fließt Salz rein, durch Diffusion, ohne Strömung. Und an diesem Rand haben wir hier haben wir ebenfalls einen negativen Gradienten, aber hier fehlt noch der normalen Einheitsvektor, den habe ich gerade vergessen. Mit dem normalen Einheitsvektor mal genommen führt dazu, dass hier tatsächlich Salz rausfließt aus unserem Gebiet. Ja, das ist unsere Differentialgleichung, unsere Integralgleichung, die den Salzgehalt beschreibt. Ich schaue uns erstmal den ersten Term an, dS nach d Omega. Wenn ich mein Kontrollvolumen jetzt immer kleiner werden lasse, dann kann ich am Ende irgendwie sagen, mein Salzgehalt ist dann irgendwann konstant. Das ist immer der Trick mit dem Kleinerwerden. Mein Salzgehalt ist irgendwann konstant. Wenn ich ein beliebig kleines Kontrollvolumen habe, ist das nur noch ein einziger Salzgehalt. Beim Riesenkontrollvolumen, die ganze Weser oder sowas, ist hier ein ganz anderer Salzgehalt als hier. Also lasse ich das Kontrollvolumen unendlich klein werden. Dann ist die Integration des Salzgehaltes über mein Kontrollvolumen nichts anderes als Grundfläche mal Länge. Und nein, Querfläche, das ist die Querfläche hier, mal Länge meines Gebietes. Das ergibt das Kontrollvolumen. A mal dS mal L. Ja, mein zweiten Term. Der Eintrag durch die Strömung, ich habe nur hier einen Eintrag und dieser Eintrag ist natürlich U mal S integriert über A. Wenn wir jetzt eine konstante Geschwindigkeit hier hätten, das habe ich hier nicht so gemalt, dann hätten wir hier mittlere Geschwindigkeit, nenne ich das mal V1 mal A1 mal S1. Das heißt, alles an diesem Querschnitt genommen fließt rein und hier V2 mal A2 mal S2, hier fließt es raus. Das wäre also die über den Querschnitt gemittelte Geschwindigkeit am Querschnitt 2. Das ist der zweite Term und mit den Vorzeichen können Sie selbst ausprobieren, funktioniert das. Der dritte Term ist der Gradient. Wenn wir nur in eine Richtung gucken, also Gradient S nur in x-Richtung sich ändert, dann steht hier nichts anderes als dS nach dx. Lassen wir mal y-Richtung weg. Dann steht hier dS nach dx an dieser Stelle mal Diffusionskoeffizient mal integriert über den Querschnitt. Wir gehen jetzt davon aus, dass es über den Querschnitt konstant ist, also können wir das mal Querschnitt A1 mal nehmen. Und auf der anderen Seite das entsprechende Gegenteil. Ja, wenn wir das alles zusammenpacken, entsteht dann aus unserer Integralgleichung diese Gleichung. Jetzt teilen wir durch L, durch die Länge unseres Gebietes. Wir teilen durch L und lassen L gegen 0 gehen. Wir teilen hier durch L,
Wir teilen diese beiden Terme durch L und lassen L gegen 0 gehen. Dann steht hier nur noch A mal S. Und wenn wir das durch L teilen und L gegen 0 gehen lassen, stotter, dann steht hier nicht Q, sondern das ist das gleiche, V mal A. V mal A ist ja Q. Dann steht hier, warum hat er es nicht gemacht? Dann steht hier, dA mal S nach dt ist gleich minus V mal A nach dx und das. Das ist jetzt tatsächlich die Salztransportgleichung. Und jetzt wollen wir noch rausziehen unsere Differentialgleichung, unsere Kontinuitätsgleichung. Unsere Kontinuitätsgleichung, die besagt, dA nach dt ist minus dq nach dx. Das haben wir letztes Mal gehabt. Jetzt können wir das Q auch mal umstellen in V mal A. Dann bleibt sich das relativ gleich. V mal A, das können wir hier umschreiben. Und das Wichtige ist, dass Sie sehen an der Stelle, schauen Sie auf diesen ersten Term, a mal s nach dt ist a mal ds nach dt plus s mal dA nach dt. S mal dA nach dt steht hier. Minus v mal a mal s nach x ist v mal a nach x, das steht hier. Und v mal a ds nach dx, das steht da nicht. Also bleibt, wenn ich diese Kontinuitätsgleichung hier abziehe, also sie mal s nehme und hier abziehe, bleibt das stehen. Das bleibt stehen, das Herausziehen der Kontinuitätsgleichung ist immer ein Trick in den Herleitungen der Strömungsmechanik. Und damit ist die Salztransportgleichung, die wir zu lösen haben, das hier, ich wollte eigentlich das Q immer rausnehmen, Sie können aber auch das Q drin stehen lassen, also V mal A ist der Querschnitt. So, das ist unsere Salzgehaltstransportgleichung und hier stehen Sie dann nochmal alle drei nochmal, V mal A möchte ich hier dann auch nochmal schreiben. Hier stehen Sie alle drei, wir müssen also jetzt im Folgenden lösen. Wir müssen also Folgende lösen, unsere Kontinuitätsgleichung, Massenbilanz, unsere Impulsbilanz und unsere Transportgleichung für die Salinität.